gehe einfach noch mal ein Stück weiter. Das haben wir auch wirklich lange nicht mehr gemacht, dass wir mal so eine Expedition machen hier. Und solange das jetzt hier noch nicht schneit, können wir das ja ruhig mal machen. Einfach mal ein bisschen Gegend erforschen. Und da sind so viele Biome, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Auch von den Minecraft-Biomen. Auch hier, da gibt es ja auch so ein paar seltene. Das hier da mit den Kühen hier, dieses Pilz-Biom zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, das habe ich auch ganz selten mal gesehen, wenn ich mal in einer anderen Welt mal gespielt habe. Das ist so selten. Klar, man könnte sich jetzt hier solche Tools installieren, hier welche Biom-Finder und da irgendwie nachsuchen und nach Peilen, aber es ist auch nicht schöner, wenn man das einfach so entdeckt. Hier ist irgendwie so ein Spinnennetz. Ich fäll den mal eben. Ich weiß nicht, ob das ein anderes Holz ist, aber ich denke, das ist einfach nur irgendwie so eine Deko hier, ne? Die fallen auch nicht ab, ne? Als wenn die hier so kleben. Doch jetzt. Ach, weil der noch an dem hängt? Ich weiß gar nicht. Na, jetzt fallen sie ab. Firelock und Oglock, also nichts, was wir nicht schon kennen. Die Spinnennetze auch. Ja. Hier sind noch solche Pilze. Mal sehen. Die haben wir aber auch schon. Nehmen wir aber trotzdem mal ein paar von mit. So. Aha. Habe ich das Boot eigentlich dabei? Nee. Ich vergesse das auch jedes Mal mitzunehmen. Also mal eben kurz anders hingesetzt. Holz. So. Da hinten ist wieder so eine Insel. Und hier die Bäume hier. Schau ich mal eben lang. Das sind wahrscheinlich einfach nur normale Eichenbäume, ne? Mal eben sehen. Das sind Orange Autumn Saplings. Dark Oaks. Hm, okay. Die ganzen Gemüsesorten, das wird auch nochmal so eine Sortieraktion. Und dann vor allem auch die Felder dann anlegen, dann nach Sorten sortiert. Mal sehen, hier ist ein Kürbis, der ist hier ausgeschnitten. Ich wusste gar nicht, dass die auch so generiert werden. Und das hier kriegen wir noch nicht, ne? Nee. Oh, hier, da ist so ein Kürbisbaum. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ist da irgendwas hinter oder drin? Oder hier sind überall Kürbisse? Das ist ja irgendwie. Das ist ja verrückt. Was ist denn das für ein Baum? Sag mal. Ich mach mal eben hier. Die Axt. Ja, okay, dann nimmt immer drei auf einmal. Komm, die bauen wir jetzt einfach mal ab hier. Ich weiß gar nicht, was das ist hier für eine Struktur. Okay. Hm. Na ja, gut, bauen wir ab. Die sehen ein bisschen anders aus. Na, jetzt nochmal der Kürbis. Also viele. Ich glaube, mit der normalen Axt sind wir sogar schneller, ne?
immer wegholzen hier. Also, ist ja bestimmt ein ganzer Stack voll. Hä? So. Also, da haben wir noch grün. Na, no. Das sind wieder diese Büsche, ne, oder? Und sie mit der Schere. Ah, ja. Musst du doch mit der Schere ernten. Was Neues. Kann ich jetzt gerade nicht sehen. Ja, nicht schlecht. Ich habe vergessen, den Sand mitzunehmen, habe ich jetzt gerade festgestellt. Sind wir einfach so durchmarschiert. Ja, müssen wir auf dem Rückweg dann nochmal machen. Ne? Hier, da haben wir hier diese Füchse. Die sehen ja auch witzig aus. Ne? Hier, die kann man, glaube ich, auch irgendwie vermehren, aber die sind sehr scheu und... Ja, jetzt auch irgendwie... Nicht richtig, was soll ich, also zähmen, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber irgendwie mit irgendwelchen Bären konnte man die irgendwie füttern, habe ich mir nicht gemerkt, und Hasen haben wir auch noch gar nicht. So, da ist nochmal so ein Inselabschnitt. Nee. So, da haben die Wölfe schon wieder wie so ein Schaf platt gemacht. Ah, okay. Mhm. Da sind relativ viele Wölfe. Also ich gehe jetzt hier auf die Füchse los, oder? Ja. Man kommt dann auch meistens mal erst zu spät dazu, ne? Ja, die werden schon irgendwie packen. Ich würde ja mit dem Boot, also wir kamen ja von hier, jetzt vielleicht hier unten, na komm, wir machen mal, versuchen mal hier nochmal die Runde zu machen und dann vielleicht nochmal hier so einen Bogen zu schlagen, hier wieder so zurück. Das heißt, dass wir in die Richtung mit dem Boot vielleicht mal weiterfahren. Wir haben ausnahmsweise mal eins im Inventar. Ach, hier der Fuchs, wie der da sitzt. Machen wir mal eben hier. Sieht auch interessant aus hier mit dem abgeschnittenen Berg.
So, ich fahre hier einfach mal lang und schauen wir mal, was hier noch so kommt. Hier, das sieht auch interessant aus. Hier mit so einem Felsen, hier so eine Bergkette hier. Hier ist wieder so ein Schleimwürfel. Ich glaube, wir müssen wieder das Bett aufstellen. Ja, da war wieder ein Strudel, da müssen wir aufpassen. So, mal sehen. Ja, hier Garlic, das ist auch neu. So. So, das nehme ich nochmal mit hier. Nickel. Das Boot. So, bleiben wir mal eben hier an der Kante. Ja. Eine ganz schöne Klippe hier. Da ist ein Orca. Ich meine aber, dass die einen nichts tun. So, und hier liegt schon Eis im Wasser. Kommen wir gar nicht durch, ne? Na, was war eben hier rum? Das müsste hier so ein Eisbiom sein, hier mit dem blauen Eis. Ja, ja, okay. Das, ja, Moment, Moment, Moment. Ach, er ist hier am rumcrashen. Was haben wir denn hier? Da haben wir hier dieses Packed Eis. Ich meine, dass man das mit der Silk Touch Brühe eben so abzubauen, aber das nee, geht nicht. Ne? Wir müssen das schon hier mit der. Ich baue immer mal so ein paar ab. Und das müsste dieses Blue Eis sein, ne? Ich weiß auch mal gar nicht so richtig, wo da genau die Unterschiede sind und was man mit denen dann machen kann. Aber das Blue Eis, das haben wir anscheinend auch schon mal gefunden. Ich nehme aber auch mal so ein paar von mit, falls wir das mal irgendwie mal brauchen, über so eine Mod-Geschichte oder um da irgendwas herzustellen. Genau, Blue Eyes. So. Nehmen wir mal ein paar von mit. Da ist ein Dorf. Unser Boot. Hier ist noch ein anderes Eis. Wahrscheinlich dann dieses normale, ne? Ja. Geht schneller abzubauen, also dieses Blue und dieses Packed Eis, das ist irgendwie schwerer und härter. Ich meine, dass das auch gar nicht schmilzt. Na, mal sehen. Ich meine, das kann man irgendwie dann auch verwenden, um so Dinge zu transportieren, dass die dann da so drüber gleiten, also so eine Art Schienenersatz für Transportgeschichten. Hier, das ist ja auch interessant, hier mit den Iglos. Wo
mal eben kurz mal eben andocken. Da hinten ist was in der Wand hier, da ist noch ein Nickel. Nehmen wir mal kurz mit. So. Das ist ja auch klasse hier, ne? Ah ja. Na. Die lassen wir mal hier so in Ruhe. Da machen wir die Kante noch mal ein bisschen weiter erkunden. So, wir wollten eigentlich Wüste und kommen Richtung Eisbiom. Hier ist so ein dunkler Stein. Den werde ich mir auch mal eben angucken. Boah, das ist auch nur im Gegenlicht. Ich weiß gar nicht. Das ist nur so ein, ja, das müsste auch dieses Blue Eyes sein, ne? Das ist jetzt hier einfach nur, weil da kein Licht drauf fällt. Dass das so dunkel erscheint. Mache ich jetzt auch gar nicht weiter hier. Das lassen wir mal eben hier so. Das lassen wir mal eben hier mit dem Eis, ne? Dass wir da jetzt nicht weiterfahren.